Eine Reise in dein Sterben, in deinen Tod. Ich habe angefangen, mich mit Sterben und Tod zu beschäftigen, weil mich fasziniert hat, was da eigentlich passiert. Was geschieht denn im Sterben? Wie läuft denn dein Sterben ab? Was können wir darüber wissen? Was können wir nicht wissen? Und dann habe ich angefangen, mich auch mit dem zweiten Teil sozusagen zu beschäftigen, weil Sterben ist Teil des Lebens, der Tod, das ist danach. Was passiert denn im Tod mit deinem Leichnam? Was muss geschehen, damit du offiziell und amtlich tot und gestorben bist? Welche Bürokratie gibt es dort? Was passiert mit den Verstorbenen? Und so kam ich dann schließlich zur Trauer. Was passiert dann, wenn die Bestattung vorbei ist? Wie wird um dich getrauert? Und was geschieht da?